Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Dinkem. Ja, Käferwettbewerb. Juhu, es geht endlich wieder los. Ich freue mich riesig drauf. Und jo, jetzt schauen wir mal. Das Coole ist ja, hier fliegen ja schon einen Haufen rum. Richtig, richtig toll. Ich hoffe, dass wir dieses Mal gut Punkte bekommen werden. Gerade die Masse an Käfern und Schmetterlingen, die hier rumfliegen, ist ja doch, spricht ja schon fast für sich, ne? Dass das eventuell was Gutes werden könnte. So, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob die 4 Kaktusfeigen wirklich reichen werden. Ich werde mal so ein bisschen Energie vorher tanken. Und den mache ich jetzt doch wieder raus. Energie tanken, das wäre jetzt, glaube ich, echt gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich irgendwo eigentlich sowas wie eine Essenskiste? Wo habe ich denn sowas? Gibt es die denn schon? Bin ich mir gerade gar nicht... Also ich weiß, ich habe irgendwo eine Kiste mit einem Haufen Essen. Achso, die ist, glaube ich, hinten bei der Mine, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen nix. So. Okay. Dann melden wir uns mal an. Jo, möchte ich. Ja, genau. Wir müssen das dann alles... So, hallo. Einfach nur ein bisschen quatteln. Okay. While we wait to start, do you have any bugs I can keep? Nö, bisher nicht. Bye, bye. Genau. So. Und dann gucken wir mal schnell hinten. Da müssten ja eigentlich diese Kisten mit dem Essen drin stehen, oder nicht? Ah, guck mal. So, dann werden wir mal sehen. So ein bisschen irgendwie, guck mal hier, wir können so ein paar Lover, da gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge Energie dazu. Das haben wir jetzt schon. Angeln wollen wir jetzt eigentlich nicht. Und so ein bisschen Verteidigung, brauchen wir eigentlich auch nicht zwingend. Ja komm, dann nehmen wir noch so ein Spiegelei, ne? Dann nehmen wir die 3 und dann müssten wir eigentlich ausreichend Energie haben, um, den Rest des Tages viel und fleißig Viecher zu fangen. So, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Wenn wir jetzt dann anfangen mit dem Käferwettbewerb, ne, muss man dann gucken mit den Punkten. Ich muss nämlich gestehen, ich habe schon einmal eine Folge aufgenommen, aber irgendwie hat er die Punkte nicht gezählt. Ich weiß aber nicht, wieso. Also ich kann nicht sagen, warum er... das mit den Punkten nicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber gut, jetzt starten wir hier erstmal mit dem Abbau. So. Sit. Hallo. Ja, wir werden gleich ganz viele Schmetterlinge fangen. Vorbereitung auf den Käferwettbewerb. So, los geht's. Dann essen wir ein Ei, ein paar Fluffer und noch ein Wattle Bottle. Okay, mehr Energie gibt es nicht. Alles klar. Nicht, dass das irgendwie zu wenig wäre. So. Wir sind bereit. Kann es jetzt losgehen? Super, good luck. Jetzt gucken wir, testen das jetzt mal. Ja, jetzt geht's los. Ein Punkt, genau. Das ist doch gut. So, und wir fangen am besten einfach hier so ein bisschen im Dorf an. Es gibt selten, super seltene... Schmetterlinge hier in den Tropen, aber ich wollte, also ich habe festgestellt, dass das mit dem speziellen Suchen nicht so sinnvoll ist, sondern wir werden jetzt einfach alles fangen, was uns zwischen die Latichte kommt und dann zwischendurch halt einfach verkaufen und dann geht das schon. Oh, schau mal, der gibt schon 2 Punkte, das ist schön. Guck mal, wie viele Punkte, also wie viele Schmetterlinge hier sind und bis wir da jetzt angefangen haben, zu suchen nach diesen ganz speziellen. Ich glaube, das ist... ich meine, die bringen halt nur einen Punkt. Das ist halt nicht viel, ne? Aber egal. Wichtig ist ja nur, dass wir irgendwie ein paar mehr Punkte kriegen als alle anderen.
Ich habe, dadurch, dass ich ja schon einmal gespielt habe, weiß ich in etwa, wie viele Punkte die anderen kriegen. Und mir ist ein bisschen schlecht. Ja, das sind ganz schön viele Punkte. Also ich glaube, Franklin hatte 99 oder sowas. Also das waren wirklich viele, viele, viele Punkte. Keine Ahnung, ob man das irgendwie so einigermaßen schlagen kann. Da müssen wir dann mal gucken. Aber musst halt einfach alles mitnehmen, was du kriegst, ne? Gibt's jetzt wieder Punkte? Ja, ja, Punkte gibt's nach wie vor, okay. Nicht, dass ich jetzt hier wieder das Problem habe, dass er die Punkte irgendwie nicht zählt, warum auch immer. Das wäre halt sehr schade. So. Jetzt müssen wir mal, guck mal da. Bisschen, hallo, Krabbelkäfer? Krabbelkäfer, wo sind sie denn jetzt alle hin? Alle weg. Alle weg. Ja, vor allem musst du ja zwischendurch dann doch mal ein bisschen leer machen, ne? Das Inventar, oh guck mal, eine blaue Spinne. 10 Punkte hat die gebracht. Jo, cool. Schön. Das ist natürlich so viel besser wie die Ein-Punkt-Schmetterlinge, die man hier zwischendurch kriegt. Aber gut. Wie gesagt, wir müssen ja alles mitnehmen, was wir kriegen, damit wir die Punkte zusammen bekommen. Oh, guck mal da. Wie viel Platz haben wir denn? Naja, vieles nicht mehr, ne? So, das heißt, wir können eigentlich uns schon mal so ein bisschen auf den Rückweg machen, damit wir die dann registrieren können. Weil ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir die freilassen würden. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Hallo. Guten Tag. Das wäre mir tatsächlich... Also, wüsste ich jetzt keine Antwort drauf. Gott, von den Viechern gibt es aber auch viele, ne? Von diesen... Ja, komischen Mondviechern. Da Mondschmetterlingen. Hier. Wie heißen die? Blue Moon. Blue Moon Butterflies. Und toll, jetzt hätte ich noch 3 mitnehmen können. Naja. Machen wir sie leer und dann ist gut. Achso, warte mal. Stopp. Muss ich hier das... What should... Lock New Score. Ah, okay, da ist es. Das habe ich letzte Runde auch nicht gemacht, deswegen war ich also tatsächlich vollkommen und umsonst unterwegs. So, und jetzt wäre so ein Alles-Verkaufen-Button geil. Wobei eigentlich nicht, weil dann verkaufe ich ja Sachen, die ich nicht verkaufen möchte. So... Sell. Ja, ist halt nichts, ne? Geldtechnisch ist es halt echt wenig. So. Ja, schön. Jetzt gucken wir mal hier hin. Ah, guck mal, da ist noch mal einer mit 2 Punkten. Jetzt gucken wir mal hier hinten so ein bisschen. Gehen mal durch die Tropen vielleicht so ein bisschen. Nee, eine Fliege will ich nicht. Ich will keine Fliege. Da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte eigentlich Schmetterlinge mit vielen Punkten. Oder nicht nur Schmetterlinge. Ich nehme ja auch so Spinnen und sowas, aber gut. Ah! Ah! 10 Punkte! 10 Punkte! 10 Punkte! Guck dir das mal an. So ist schön. Guck mal, da ist auch nochmal so ein schöner großer 4-Punkte-Schmetterling. Das ist, glaube ich, zwar bloß einer, aber das macht nichts. So, jetzt gehen wir... Och, in dem Regen sieht man die manchmal gar nicht so gut, ne? So. Da hinten ist noch ein Harlekin. So ein Huntsman wäre gut, ne? Dass ich mal nach einer Spinne schreie. Aber tatsächlich wäre die echt gut. Die geben auch 3 Punkte. Das ist auch nicht schlecht. Geben zwar geldtechnisch nicht so viel, aber... Unter den Umständen ist das vollkommen in Ordnung. Ich möchte dieses Jahr eine... Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt letztes Jahr eine Gold mit einem Goldtrophäe? Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Das ist irgendwas Spinnentechnisches. Oh, auch 4 Punkte. Nett. So, 11.55 Uhr. Okay, wir haben also tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Sehr nice. Gucke mal, da ist nochmal...
Hier krabbeln nochmal 3 Punkte rum und da flattern nochmal. Naja, einer. So. Gucken. Okay, dann. Nur, dass wir nicht ganz so die Orientierung verlieren. Was gibt denn hier so eine Kribbelkrabbelspinne mit rotem Popo? 6 Punkte. Oh ja. Guck mal, da hinten liegen. Und da ist nochmal so eine Pick My Fly. Und da sind nochmal 6 Punkte. Jo, geil. Yoshi, da sind nochmal 3. Das ist ja gut. Wie viel Platz habe ich noch? Jede Menge. Und dann. Jo, gehen wir hier wieder rum. So. Sehr schön. Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir ja jetzt dann doch tatsächlich ein paar Pünktchen gut gemacht. Da laufen nochmal 3 Punkte. 12.38 Uhr. Ja. Können wir mal gucken, dass wir mal auf die andere Seite gehen. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal ein paar Frischlinge. So. Ja, guck mal, das nochmal so ein Pick My Fly. Das ist gut. So. Irgendwas Schönes Krabbelndes. Leider nicht. Aber dann nehmen wir trotzdem die Ein-Punkt-Dinger mit, ne? Bevor. Ah, guck mal, da war noch einer. So, da ist noch mal einer. Nehmen wir noch mal welche von denen mit. Wo sind denn die ganzen Harlekins hin? Irgendwie alle aufgegessen. So, jetzt müssen wir uns dann aber langsam mal. Einmal so ein bisschen anmelden. Ne, die Punkte wieder registrieren und dann können wir nochmal ein bisschen was suchen gehen. So. Weil sie gerade da ist. So. 156, naja, Spitzenklasse, würde ich sagen, ne? Verkaufen wir gleich wieder, dann sind wir es los und dann können wir noch mal ein bisschen gucken gehen. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. So. Aber cool ist natürlich, ne, durch diesen zentralen Standpunkt, den wir jetzt hier haben, ja, dass du halt in alle 4 Richtungen gehen kannst und hier wahnsinnig viele Krabbelfiechers rumlaufen, fliegen und so, ne? Das ist schon eine coole Sache. So, hallo. Jetzt gucken wir mal, ob hier hinten nochmal irgendwo irgendwas ist. Ja, guck mal, da ist nochmal eins. Nochmal so ein kleines bisschen einen Ausflug in die Richtung. Wobei es hier jetzt gerade total nach nichts ausschaut, ne? Ich meine 100... Oh, guck mal, da. Jo, 3 Punkte. Ich meine 150 Punkte ist ja schon echt eine Menge. Also von daher... Ich denke, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Für einen weiteren Sieg. Das ist ein Frosch, Kira. Den kannst du nicht fangen. Also du kannst es versuchen, aber ich glaube, mit dem geht es nicht, mit dem Kescher. So, 2:09 Uhr, okay. Ja, gucke mal. Jede Menge Schmetterlinge. Ja, das Schöne ist natürlich, dass wir jetzt dadurch einfach wieder wahnsinnig viel Taschengeld zusammengekriegt haben, ne? Also von daher, das ist ja, cool. Da ist nochmal so ein Käferchen. Und da drüben war nochmal so eine schwarze Spinne oder sowas, ne? Ja. Nett. Da ist nochmal so ein 3-Punkt. So.
2.30 Uhr. Das heißt, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir langsam zurückgehen, um uns dann gleich zu registrieren. Wir können ja hier so ein bisschen rumgehen. Und dann einfach hier nochmal ein bisschen was mitnehmen, ne? So. Schön. Okay. Oh. Der hat es gerade schmecken lassen. Oh, guck mal, da ist nochmal einer. Ja, eben. Man merkt, ne? Die sind alle hier im Dorf unterwegs. Das wird weniger. So, schau mal. Das ist doch ein schöner Schmetterling. Ja, ja. Eine Stunde noch. Das ist richtig. Oh, 6 Punkte. Das ist echt viel. Da laufen auch nochmal 6 Punkte. Kribbel, krabbel. Hier. So. Ja, denk dran, wir müssen uns noch registrieren. Was wird das jetzt dann? Oh, das ist aber eine schöne große. 10 Punkte nochmal. Jo, geil. Jo, geil, geil, geil. Das ist gut. 3.17 Uhr, okay. 3.19 Uhr. Jetzt machen wir hier nochmal so die Kurve. Nicht, dass das dann nachher zu knapp wird. Okay, also hier ist jetzt dann doch so langsam echt gut alles abgefarmt. 3.28 Uhr. Naja, komm, nehmen wir die Fliege mit, ne? 3.33 Uhr. Okay, naja, die sind alle hier, ne? Und wollen die Käferles fangen. So. Na komm, dann geben wir jetzt ab. Ich denke, wir haben ausreichend viele. Das ist in Ordnung. 233, guck dir das an. Nur, ich wollte eigentlich nur schnell mal meine Schmetterlinge verkaufen. Na schau, so viel Platz hätten wir eh nicht mehr gehabt. Also von daher... Sehr, sehr schön. Sehr schön. So, ein bisschen Taschengeld gab es jetzt auch. Mega. Ja, cool. Fertig. Was gibt's hier? 1000 Punkte. Cool. Sehr nice. Yay. Jetzt bin ich gespannt, ne? Wer hat jetzt gewonnen? Kira! What? John und Sally mit 75 Punkten. Okay, 233 Punkte. Wir haben gewonnen. Hallo Kira. Today. Yay. Morgen kriegst du Post und sowas. Und dann... Mega. Sehr schön. Ja, richtig, richtig cool, ne? Das war doch jetzt mal... Das hat sich doch jetzt echt gelohnt. Also... Das hat sich doch gelohnt. So, und jetzt wäre eben halt die Frage, ob es sich noch lohnt, irgendwie für Jimmy noch irgendwas fertig zu machen. Aber ah, ich bin mir nicht so sicher. Oh, da, gucke mal, da wäre jetzt noch... Der wäre jetzt noch richtig Geld wert gewesen. Naja, fürs Museum dann, denke ich. Das kann man dann... Ich glaube, fürs Museum ist es dann ganz gut. Okay, so, dann ist jetzt die Frage, ne? Tja, aber für Jimmy, ich weiß nicht genau, ob wir wirklich so viel haben. Also Kokosnüsse haben wir meiner Meinung nach noch nicht genug, um sie jetzt schon tatsächlich gewinnbringend zu verkaufen. Nichtsdestotrotz könnten wir mal hinten schauen bei unseren ganzen Pflanzen. Tiere wären auch nicht schlecht. So, und dann bräuchten wir Kettensäge, das da, den Printer und das da. Das brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, nicht. Eine normale Schaufel wäre nicht schlecht. So, da ist jetzt nichts drinnen. Natürlich gut, dass Kira das alles wunderbar verteilt hat auf alle möglichen Bereiche. Macht dann gleich halt besonders viel Spaß. Müssen wir mal gucken, ob ich hier irgendwo... Dorsch Daily...
So. Und dann gucken wir mal. So. Da sind nur Speere drinnen. Da ist nur Essen drinnen. Schlüssel und so. Okay. Also. Ja, keine Ahnung, wo ich das ganze Zeugchen habe. Wir werden es schon irgendwann wiederfinden. Ne? Das macht dann, naja. Da machen sich jetzt halt einfach die gefühlten 5 Wochen Pause bemerkbar. Aber gut, das ist jetzt halt so. So, schönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo, Kleines. Jo, wow. Streicheln. Einmal alles lieb haben, bitte. So, kann ich dich auch, genau, dich kann ich auch einmal nochmal streicheln. Und ganz viel Pupus. So, ihr Hühnerleins. Oh, schön, ne, Bräuler, hier so richtig mit Baden und so. Das ist doch was Tolles. So, ich glaube, jetzt habe ich sie alle gestreichelt. Wir können ja mal gucken. Animals. Oh. Die haben noch nicht gegessen. Aber es ist halt die Frage, warum sie noch nicht gegessen haben. Aber das ist ja eigentlich nicht mein Problem, weil grundsätzlich ist ja Essen alles da. Also, dafür seid ihr selbst verantwortlich, ob ihr essen wollt oder nicht. Da kann ich jetzt nicht viel machen. So. Ah, guck mal, hier ist auf alle Fälle noch ein bisschen was. Da ist der Stoff. 3, ne? Habe ich jetzt. Okay. Genau, und ich bin der Meinung, bei der Lilly muss ich noch ein bisschen warten. Bis die dann tatsächlich Milch abgibt, von daher. So, dann flitzen wir mal rüber zu den Feldern. Und dann mal gucken, ob hier schon ein bisschen was passiert ist. Also wir haben auf alle Fälle den Fertilizer, der fertig ist. Und das Schöne ist, wir haben natürlich jetzt auch hier wieder bisschen Rupo und so. So. Da ist noch ein Gleiter. Ich habe hier gar nicht... Habe ich hier gar keinen... Doch, Mais müsste ich hier doch drin haben, ne? Ja. So. Ist denn etwas gewachsen? Nö. Bisher nicht. Ah, doch, guck mal, die Zwiebeln. Das ist schön. Dann können wir da nämlich wieder neu anpflanzen. Sehr nice. Das ist gut. So, dann haben wir hier Zwiebeln eingesammelt. Die kommen dann da rein. Und dann, was haben wir denn? Onion, Summer und Spring. Only Spring. Only Spring. Weil die Zwiebeln kriegen wir halt auch im Sommer noch angepflanzt. Deswegen legen wir mal ein bisschen mehr Wert auf die Kartoffeln. Auf die gute alte Kartoffel. So. Sehr schön. Die Bohnen brauchen noch einen Moment. Ich denke aber auch nicht, dass die noch ewig lang, ich denke mal morgen oder übermorgen werden sie fertig sein. So. Honig haben wir auch eingesammelt. Hier von denen. Ja, ich meine, Jimmy kommt schon nochmal wieder, ne? Das ist jetzt halt mal so, wie es ist. Okay. Grundsätzlich könnten wir aber mal hier eigentlich alles mitnehmen. Und dann können wir dann mal den Rest ja, zu Hause einlagern. Wäre gar nicht so schlecht, ne?
Oh, von den Mighty Seeds wäre noch. Oh Gott, ja. Weißt du was? Wir fliegen trotzdem zu Jimmy. Vielleicht hat er wieder so eine Mighty-Samen oder sowas, weil die sind schon echt mega, ne? Die sollten wir nicht unterschätzen. Von daher gucken wir mal lieber. Und ansonsten verkaufen wir halt ein bisschen was von dem, was ich jetzt gerade dabei habe. Ist auch nicht so dramatisch. So. Ja, okay. Ja, toll. Was ist denn jetzt? So, wie komme ich jetzt hier hoch? Gar nicht. Ja, tatsächlich komme ich hier nicht hoch. Okay. Naja, gut, dass ich so viel Energie mir angesammelt habe. Also, ne, heute Morgen so viel gegessen habe, damit ich da jetzt. So. Guten Tag, hallo. So, ein Doggo. Blueprint. Ich weiß nicht, ob wir Blueprints tatsächlich noch brauchen. Ich glaube ja. Ah, ihr schüttelt wieder mit dem Kopf, das ist mir klar. Aber wie gesagt, die ich von Ben Socke bekommen habe, die hat er nicht gespeichert. Und von daher, ach, da muss ich dann erst rausgehen. Bringt mir das halt dann gar nichts, ne? Ich muss das jetzt halt einfach. Wir gucken mal, wir werden jetzt einfach ein bisschen was, ja, ein bisschen was verkaufen. Warte mal, da machen wir mal so, dass wir bloß die Hälfte. Ja, lass mich mal hier. Dann machen wir hier bloß die Hälfte. Hier machen wir bloß 100. So. Machen wir 150. Karotten. So, dann verkaufen wir jetzt nur das da, was wir unten links in der Ecke haben. Dann ist auf alle Fälle noch genug da. Aber wir haben jetzt ein bisschen Ausgleich uns geholt. So. Okay. Ich hab gar nichts gesagt. Ei. Okay. Haha. Geil. Oh, fett eine Million gekriegt. Ist ja richtig, richtig gut. Kaffeesamen haben wir auf alle Fälle noch. Doggo Collar haben wir auch noch. Ich denke, den Rest, das werden wir jetzt. Irgendwo habe ich auch nochmal so einen Doggo Collar und ja. Das ist jetzt für mich auch nicht ganz so wichtig. So, da ich zu Hause. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Es ist ja schon recht spät. Ich würde jetzt auch heute eigentlich tatsächlich gar nicht mehr groß irgendwas machen wollen, muss ich gestehen. Ich denke, wir haben heute eine ganze Menge gemacht und erlebt. Und von daher, ja, hier könnte man auf alle Fälle mal ein bisschen anfangen, wieder abzubauen. Aber naja, das verlassene Dorf. Die Geisterstadt. Das wäre ja geil. Nee, wisst ihr was? Ich lasse das mal noch stehen. Vielleicht gibt es so ein Halloween-Update oder sowas, ne? Und dann packe ich da überall gruselige Kürbisse hin und vielleicht so Geisterstatuen oder keine Ahnung, wer weiß, ne? Das lassen wir mal lieber. So, ich mache hier gar kein Haus hin. Das wird mein Helikopterlandeplatz. Das ist ja geil. Und? Was ist das denn jetzt? Habe ich jetzt echt gerade so einen Briefkasten oder so? Guck dir das mal an hier. Vorwärts, Entschuldigung. Das ist einfach mein Landeplatz, mein Parkplatz für alles. Das ist ja geil, das ist eine gute Idee. Voll gut. So, okay. Ja. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr lasst es euch gut gehen, bleibt schön gesund und munter. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Kannst du mal bitte hier rüber? Dankeschön. Genau, dann gucke ich mal, was wir dann morgen alles so noch vorhaben, was wir alles so machen können.
Ja, wird spannend. Gut, okay. Also, bis dahin. Ciao, ciao.